Hallo, willkommen zu einem neuen Replay. Heute haben wir wieder den Revolution gegen den Argentinosaurus. Genau. Beide Spielernamen tatsächlich haben mich ein bisschen wahnsinnig gemacht beim letzten Mal, wo ich die beide gesehen habe. Aber es sind keine schlechten Spieler, aber ich würde sie auch nicht zur Top 10 rechnen. Und da gehen wir es ein bisschen entspannter an. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein vergleichbares Niveau und das ist ja schon mal eine wichtige Sache für eine ausgeglichene Runde. Und sie waren bisher, glaube ich, auch immer beide freundlich. Genau, du warst AFK. So sah das aus. War aber nicht lange. Das ist, glaube ich, nicht so relevant gewesen. Du, Kappen wieder. Du, ja, gespannt, was die Jungs anstellen. Also, der geht auf die rechte Seite. Das ist schon mal gut, finde ich persönlich. Zum Absichern. Und ihr wisst schon, ne, das ganze Heckmeck. Der baut sich dann eine Base da aus. Ein G. Und wahrscheinlich ein Bike als zweite Einheit. Ansonsten wird das im G ein bisschen exponiert alleine. Obwohl, wenn die beide auf eine Seite gehen, hat er natürlich auch ein bisschen Screening durch die Pios. Also es geht auch, wenn man, ne? Gibt ja auch viele, die machen sonst einen Pio oben, einen unten, ne? Hier so. Und dann könnte das im G einfach zu wenig Sicht, ne? Also mit zwei Pios geht es vielleicht auch so. Ich würde trotzdem Bike bauen, hat er aber nicht vor. Also wird ein Volks. Er muss ja jetzt ein bisschen aufpassen. Mit dem Haus kriegt man mehr Sicht, ne? Also wenn er da reingeht, dann würde das normalerweise, ich weiß nicht, bis hier so sehen oder sowas. Kann er die Flanke ein bisschen besser aufdecken. Kann man jetzt vielleicht bei dem Haus sehen, wenn er reingeht. Und plopp. Ganze Ecke mehr. Die gucken nur aus dem Scheunendach, Fenster. Das wird der Plan, dann wird das Ding sein. Jo, ansonsten. Ruhiger Aufbau. Der Amerikaner contestet das nicht. Zack. Geh. Ja, der weiß ja, dass er da drüben ist, ne? Von daher hat er sich entsprechend aufgestellt. Hat ihn ja eben durch das Haus gesehen an der Kante. Hätte ihn auch so gesehen, dass der Sektor blinkt, wenn er gekappt wird, ne? So, der Rifle kommt jetzt dazu eventuell. Er weiß, dass da an dem G auf dem da unten ist, er will das jetzt flanken, aber er weiß natürlich auch, dass da eigentlich ein Volk sein muss, weil er kein Bike gehört hat. Ne? Ist, glaube ich, ziemlich deutlich. Und daher, das kann funktionieren. Also, er kann mit so einem Trupp hier ohne weiteres ein Volk töten. Es kommt darauf an, ob der Volk ihn erwartet oder ob die zeitgleich unter Deckung zulaufen oder sowas. Ne? Also, er könnte da ein All-In machen, wenn er wollte. Auch hier wieder, ne, er hat jetzt gute Sicht für das MG. Haus ist natürlich trotzdem gefährlich, weil sehr lange braucht bis zum Umbauen. Aber ja, sonst gute Sicht. Ne? Also, Überraschung gibt es da jetzt weniger. Es werden Überraschungsslots auch zugemacht. Ich will einfach mal kurz die Spannung abwarten. Also es ist wahrscheinlich ein Angriff, der vorbereitet wird gerade. Ne? Ich denke mal, der wartet auf den dritten Rifle. Also wir wissen, dass der unten gerade gekappt wurde und dass rechts einer hingegangen ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn der dritte Rifle gleich kommt, dass sie zu dritt durch die Mitte rasen. Ja, der wartet jetzt nur auf seinen Moment. Und je weiter der Wehrmachtler oben auf der Map ist. Das ist ein Fuck. Aber wieder nicht hinterher, okay. Ja, je weiter der Wehrmachtler halt oben auf der Map ist, desto schwieriger ist das auch zu verteidigen für den Wehrmachtler. Ne? Deswegen braucht er die Minen, den Draht und so weiter. Dann sie auch ein Stück nach unten gesetzt. Er sieht Doppelvolks, eine ganz beliebte Strategie. Ne? Mit zwei Volks sucht man halt jetzt die Leute, die in Flankenposition gehen und versucht die immer kaputt zu machen, bevor die ja gefährlich werden können. Ne? Wenn man einfach nur in der Mitte wartet, bis sie alle kommen, dann hat der Amerikaner meist die besseren Karten. Seine leuchtende Mine rein, ne? Oder sowas. Oder alle in einem G, weil dann Draht war. Aber es macht durchaus Sinn, genau, es macht durchaus Sinn, die abzufangen, zu versuchen. Das macht er hier ganz gut, Revolution. Haut hier überall Stellungen aus, hat halt wieder auch schon Minen gelegt. Und je länger der Amerikaner braucht, um irgendwie einen Angriff durchzuführen, desto schlimmer wird es eigentlich, der Angriff. Also, die Verfolgswahrscheinlichkeit geht dann runter. So, das war das jetzt gerade. Er hatte wahrscheinlich Angst, wenn er sich da hinstellt, dass es im G platt macht. Also hier hätte man das G nicht platt gemacht, selbst da gute Deckung eigentlich nicht. Also ich glaube, das war viel zu defensiv. Auf Long Range zu gehen, den gute Deckung zu geben, wenn man gelbe holt, war sicher nicht notwendig. Wenn man hier vorne richtig in der Deckung steht, passiert da auch nichts. So, die Flanken gehen los, er hat die Mine gefunden. Hier ist zugedrahtet, nächste Mine kommt schon. Das ist die nächste Flanke, hier ist wieder eine Flanke. Wenn er keine Granaten hat, wird das mit dem Angriff natürlich nichts. Ne?
Weil wir mussten die auch schnell aus dem Haus holen. Also ich sehe nicht, wie der Amerikaner glaubt, so einen erfolgreichen Angriff zu führen. Ja, alle tot. Flammenwerfer kommt später dazu. Hab sie so eilig gehabt. Also als der Wimp mit den beiden Weifeln Wohnungen durchrollt und in die andere Richtung geschossen hat, hat er eigentlich den Kampf schon gewonnen gehabt, hätte er halt Granaten dabei gehabt, ne? Er hätte sie eigentlich noch nicht mal gebraucht, hätte nur hingehen müssen, wäre das im G-Frei gegangen, weil er glaubt, dass eine Granate kommt. Ne? Das reicht so häufig auch aus. Also da kann man. So, warst du eigentlich? Da war auch nochmal einer. Naja. Also er hat viel zu lange mit dem Angriff gewartet, ne? Die Mine war ja brutal, die Drähte haben gestört. Und er hat ohne Upgrades angegriffen, ne? Also jetzt der Angriff ist gerade komplett und vollständig fehlgeschlagen und jetzt poppt die Bar, ne? Das ist natürlich eine riesen, riesen, riesen Katastrophe vom Makro. Also die Bar muss im Kampf ploppen. Weil jetzt muss er erst alle Truppen reinforcen. Gegner hat trotzdem noch eine gute Map-Control, auch wenn er jetzt gerade runter ist kurz. Aber vor allem muss er jetzt alle Truppen reinforcen, er muss die heilen. Der kann die Bar halt nicht ausspielen, diesen ultra großen Push zu diesem Zeitpunkt. Ne? Also die Bar ist einfach einer der größten Schockmomente überhaupt. Nehmen wir M8 vielleicht und vielleicht auch unter Granate. Und naja, ne? Wenn der Kampf vorbei ist und man die dann bekommt, dann hat man den Schockmoment halt nicht mehr. Und jetzt muss er halt maximal lange warten. Also es gibt keinen längeren Zeitpunkt zu warten, bis die Bar funktioniert, als er jetzt hat. Weil er die ganze Armee am Arsch war. Also ich glaube, dass der Wehrmachtler da einen ganz guten Fight hatte, auch wenn er jetzt hier runter musste von dem Sektor. Aber er hat hier unendlich viele Sachen getötet und eigentlich gar nichts verloren. Ne? Also ich habe jetzt keinen Verlust der Wehrmacht gesehen. Und die sind ja reihenweise gestorben und die haben jetzt eine Bar und keinen Heal. Waren schon alle tot, müssen reinforcen und wer die reinforcen, stirbt der Rest auch noch. Also da stimmt leider das Timing nicht, das Positioning nicht. Ja? Gar nichts hat da leider gestimmt bei dem Angriff des Amerikaners. Vielleicht bin ich zu streng, aber ich habe halt die letzten 10 Jahre Ami gespielt, von daher ja. Sehe ich das ein bisschen kritischer als vielleicht der eine oder andere. Ne? Auch den Rückzug. Also er macht ja ganz gut, der Revolution. Dass er sich auch wirklich nicht exponiert, sondern schön weit hinten steht, ne, dass keine Flanken durchkommen. Die Verteidigung da oben durch die Mine ist ja eigentlich im Grunde genommen weg, ne, der Draht ist auf. Also das macht er ganz gut, dass er sich dann weiter hinten hinstellt. Ich denke auch, die Wehrmachter können am ehesten verlieren, wenn die sich zu sehr um die Ressourcen kabbeln am Anfang. Ressourcen sind wichtig, gar keine Frage, aber Manpower ist ja auch eine Ressource. Und ne, Veterans ist eine Ressource und das sind alles so Sachen, die man im Prinzip... worum man halt auch kämpfen kann, ne? Ihr wollt dem Gegner nicht, dass er euch überläuft und dann Energie beutet, Erfahrung bekommt. Wofür? Für ein bisschen Mund oder so. Das muss echt nicht sein. Wehrmachtler jetzt auch in der guten Stellung von Makro in Summe, weil er ja keine Pack bauen muss, ne? Er weiß, dass er kann da jetzt einen Grenn holen und der SCKFZ, weil eben die Bar gekommen ist. Also er kann da gerade mit dem SCKFZ ordentlich was aufräumen. Er hat keine Mund, der Wehrmachter, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Ja, falls er mal einen Bunker bauen will zum Beispiel oder noch eine Mine legen möchte oder noch einen Flammenwerfer. Also ein bisschen Mund wäre schon schön. Hat er irgendwie gewusst, dass er eine Mine war? Vielleicht eben beobachtet, wie die gebaut wurde. Also er braucht auf jeden Fall einen Heal, der Armee, ne? Also ist ja hier kein Supply Yard, kostet also Manpower im Unterhalt unendlich viel und kein Heal kostet er noch, weil die sterben. Ebenfalls im Unterhalt sozusagen, ja, bei dem Ferry Posten. Also der Amerikaner verliert nicht nur die Kämpfe, sondern eben diese beiden Sachen, die ich gerade genannt habe, dazu noch. Und das ist die Katastrophe, ne? Also lustige Wahrscheinlichkeit, dass er früher oder später mal eine Bar verliert und der Rifle damit stark an Bedeutung verliert, ist sehr hoch. Also im Moment läuft das, auch wenn er Map-Control hat, sehr miserabel für den Amerikaner. Sehr miserabel. Baut eine Pack, das ist natürlich völliger Käse. Ja, da ist eine Bar gepoppt und er sieht, dass sie nie geheilt wurden, die Leute. Ja? Plus, die haben die ganze Zeit Verluste und kommen immer wieder. Das heißt, die werden wie ein Forst. Da fehlt also Treibstoff und Manpower und Zeit und einfach alles. Da kann kein M8 kommen. Also da eine Bar zu kaufen, ist astronomisch falsch gewesen. Ja? Astronomisch falsch. Also da hätte er Zeit gehabt für einen Grenn oder ein SDKFZ. Das war auf jeden Fall komplett falsch gelesen, das Makro. Also der kann jetzt hier anfangen zu pumpen. Wenn das fertig ist, kann er eine T3 bauen. Und wenn das fertig ist, kann er eine M8 bauen. Und ne, das sind alles Punkte, wo man extrem Zeit hätte für die Pack noch. Und von den Ressourcen her, ne, wie gesagt, kein Heal, ja, Bar vergeben, immer wieder Reinforce, alle Kämpfe verloren.
Der kann da nicht einfach alles gleichzeitig holen, das geht halt nicht. Will die Hecke wegräumen? Eine sehr witzige Position für unser Supply-Dingy. Ah, jetzt hat er das hier, soll er mit dem Schirm kommen. Da geht's weiter. Das Problem ist halt, dass der Amerikaner bisher noch keinen einzigen Kampf gewonnen hat. Ne? Und wenn er jetzt gleich mit dem Schirm kommt, dann ist auch nicht zu erwarten, dass die Kämpfe besser gegen die Pack gewinnen. Oh, dass er kein Medigoker ist, das tut mir so eine Seele weh. Der Seele weh. Der kommt da aber jetzt langsam, der Erste. Hatte sogar ein Rennen gehabt. Ja, der braucht eine Setstufe, ne? Ja, würde der ja gehen. Ja, man hofft immer, dass ein Bar droppt. Gerade für den Gren wäre das ja nice. Ob wir noch einen bekommen. Und die haben halt zwei Bars, ne? Und Druck. Und wenn der eine Bar wegnimmt, dann hat er nur noch eine halbe Bar. Also eine quasi. Ist also auf jeden Fall sehr geschwächt dadurch, weil die Hauptfeuerkraft durch die Bar dann nachher kommt. Also er hat gerade zwei Rifle an den Kampf mit Bars verloren. Da kommt der dritte Rifle. Also der Amerikaner verliert alle Kämpfe. Jeden einzelnen Kampf verliert er. Er hat eine Bar, ja? Und trotzdem verliert er alle Kämpfe. Gegen Wett 0 war das ja eben gewesen. Der muss sich echt mal überlegen, ob er das richtig spielt mit dem Micro. Das wird weitergerollt. Der Amerikaner, der Wehrmacht da ganz gut. Der wartet jetzt auf die 90 für den Schirm. Und das ist wieder ein Zeitpunkt, wo, also wieder ein Zeitraum, in dem er immer noch die Kämpfe verliert, ne? Die sterben halt in absoluten Massen, diese Rifles. Das ist schon sehr unangenehm, was da passiert. So, sein Plan ist jetzt wahrscheinlich gleich mit der Off-Map die Artillerie auszuschalten. Also, ne, Schirm runter, taucht auf und dann zieht er die Artillerie da drauf. Das funktioniert so nicht, ne? Und die Medics sammeln und sammeln jetzt. Also, ich bin nicht sicher, ob der Amerikaner. Also, ich würde nicht vermuten, dass das ein amerikanischer Spieler ist, im Sinne von, dass er öfter als Main-Fraktion das spielt. Jetzt kommen die nächsten zwei. Also er hat da unten jetzt, glaube ich, vier Rifles haben schon den Kampf verloren. Ne? So langsam hat der Wehrmacht aber auch nichts mehr da vorne. Aber schon sehr krass, wie viel der da auf die Fresse bekommen hat in dem Haus. Die Hecke wird weiter weggeräumt. Im Moment kommt der Schirm. Aber ihr merkt schon so ein bisschen vom Zeitrahmen, ne? Die Pack hätte ein bisschen Zeit gehabt. Er hat sie aber zumindest sinnvoll genutzt, um die Hecke wegzuräumen, ne? Mit der er viel freier schießen kann. Und hier sollte den Medik beschützen, hätte ich gesagt. Hehe, Staffellauf. Oder wie nannte man das damals dann? Okay, also auf jeden Fall halb voll. Denn jetzt natürlich sehr wichtig, dass der Schirm erfolgreich ist. Ne? Das war ein astronomisch großes Investment jetzt. Das ist ja alles in Schirmen geflossen. Und das muss jetzt ein Erfolg werden. Einfach ganz simpel. Also, ich bin ja kein Sniper-Freund, aber ich glaube, dass ein DSC-Tech für ihn massiv besser gewesen wäre. Oder dass er versucht hätte, die Haubitze zu holen. Also, geht aus amerikanischer Sicht. Aber wenn er nie Kämpfe gewonnen hat, wenn das jetzt auf 2 ist, dann kann er die Haubitze freischalten. Also, wahrscheinlich wäre ein Backpack-DSC gar nicht schlecht gewesen für ihn. Oh, der nächste hat auch noch die Fresse bekommen. Wieder Half-Life, der andere. Also die Weifelkämpfe, die laufen also wirklich spektakulär schlecht für ihn. So, der ist der Schirm. Und dann jetzt natürlich die Packgeschichte am Laufen. Also eine Pack ist natürlich zu wenig, ne? Die Frage, ob der genug Mund hat, um noch eine Panzerstrecke auszugehen, das kann man so im Runden ein bisschen verhindern. Er hat eine Pack, die muss vor allem auch beschützen. Ne? Das wird ein bisschen schwierig, da wird jetzt die zweite in Sicherheit gebaut. Aber in aller Regel, wenn ihr zwei Packs habt oder den Gren dazu, eine schöne Mine, also da kann man schon einen Schirm mit bekämpfen. Ist mit Sicherheit nicht OP, das Ding. So richtig schockmäßig läuft er nicht. Zumal der auch gar nicht zum Angriff fährt, sondern weiß nicht, was er da genau macht. Er muss ihn natürlich einsetzen, den Schirm. Ne? Also, ihr könnt ja hier vorne hinfahren. Wenn der Pack schießt, kann er immer noch wegfahren, weil die Hecke da noch ein Stück ist. Ne? Hinschießen und wenn der Pack schießt, zurück. Da gibt es keinen Grund, AFK zu sein. Da kommt er endlich. Macht er vielleicht sogar. Ja, also das nächstbeste wäre jetzt die Artillerie zu bauen und keinen zweiten Schirm, würde ich sagen. Weil der Wehrmacht, da steht ja hier unten sehr kompakt. Ne?
Mit der Adler trifft man auf jeden Fall was. Der ist ja, ne? Also ist ja nur hier unten. Der ist ja nicht auf der Map, sondern hier ist der. Ne? Und da wäre jetzt die 105 ohne jede Frage die Lösung. Die kommt bei 75 Treibstoff. Und 450 Manpower. Wenn man jetzt eine 105 baut, das wäre goldrichtig. Ich würde keinen neuen Schirm bauen. Aber ich würde den ersten zumindest auch mal benutzen. Schon wieder ein Rifle. Ich sehe nur Rifle sterben. Er hat jetzt einen frühen Schirm gewascht, der im Grunde genommen gar nichts macht. Der ist nicht so gut. 105, ohne jede Frage. Also wie gesagt, der Schirm, der macht nicht so viel. Und Half-Life. Ich glaube, er will eine Artillerie bauen, ne? Steht da oben schon so komisch. Da muss man allerdings aufpassen, wo man sie hinbaut. Also er baut sie jetzt ans Haus. Kurze Warnung, ja. Wenn das Ding in diese Richtung schießen soll, schießt es gegen das Headquarter, macht das Headquarter kaputt oder sich selber. Ja, also die da hinzubauen, war ein etwas spannendes Unterfangen. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Abgesehen davon kann man hier in der Seite reinlaufen und die dann da kaputt machen, weil die nicht mehr geschützt ist. Also ich weiß nicht, ob man die da hinbauen will, keine Ahnung. In jedem Fall hat er jetzt verhindert, dass er hier vorne die Artillerie einsetzen kann in dem Bereich. Ne? Da geht vielleicht noch, aber hier nicht mehr. Ja, schieß mal. Also, er hat die halt wirklich genau vor die Häuserwand gebaut, könnte man argumentieren. Also nach links schießen ist nicht mehr. Das ist doch okay. Hab ich nicht gesehen. Okay. Also normalerweise, wie das funktioniert mit der Off-Map. Das ist die On-Map aber jetzt, ne? Noch ein Stück. Es geht schon sehr knapp an dem Geländer hier vorbei. Oder? Das trifft fast den Scheinwerfer. Da passt keine Hand mehr dazwischen. Okay, Entschuldigung. Ey, wo war ich gerade genau? Also, wie man normalerweise den Schirm spielt, man würde den Schirm mal versuchen, so schnell wie möglich zu rushen, also auf die Bar würde man dann verzichten. Man würde normalerweise in den Schirm reinfahren und dann hat der Gegner halt nur eine Pack und dann würde man die Off-Map da draufsetzen, ne? Weil der nämlich jetzt zwei Packs hatte, der Wehrmachtler. Nicht sicher, was mit dem Schirm passiert ist. Ist am Arsch da oben. Also jetzt der Angriff ohne den Schirm. Am Medic-Bunker gegen zwei Infanteristen. Ja, viel Erfolg! Hast du das zu Ende gedacht, den Move? Aber er hat den G zumindest geklaut. Also die Manpower-Verluste scheinen immer noch fast ausschließlich auf amerikanischer Seite zu sein. Das ist ja, was ich sage, diese Ressourcen, man sollte das nicht unterschätzen. Also Mun in sich selber zum Beispiel hat ja keinen Wert. Ne? Mun hat nur in dem Zusammenhang einen Wert, wie ihr halt Manpower damit vernichten könnt. Und wenn halt die Off-Maps auf den Bunker gehen oder so, ja, oder auf Truppen, die sich zurückziehen, dann vernichtet die halt fast gar nichts. Und wenn er dafür aber die ganzen Infanteristen nonstop verliert, dann verliert er am Boden, ja? Wo schießt er hin? Oh, ich muss wieder gucken, ob das Headquarter. Diesmal hat er ein bisschen mehr Platz gelassen. Aber ich sag euch, wenn er je nachdem links schießt, ne? Links von diesem Punkt, dann knallt am Headquarter. So, schwören wieder bei der Arme. Pam, pam. Und wieder Half-Life wieder geht. Ah, die Pack ist weg. Setzt ja nur Off-Map auf die Pack, okay. Er hat das wahrscheinlich gesetzt, bevor er gesehen hatte, dass die entmannt wurde. Dann kann man machen, um die zu vernichten, aber normal wäre man jetzt im Schirm halt dann reingefahren, hätte die da drauf gesetzt, die Off-Map. Dann würde er die Pack ja weg müssen im Zweifel. Hätte die mit dem Schirm umsonst vernichten können, ne? Not the yellow of the egg. Nichtsdestotrotz, der Schirm hat jetzt schon ne, Wett 1. Was bei dem Ding so gut wie egal ist. So, wie sieht es aus bei der Wehrmacht? Was machen wir denn? Er kann ja nicht Wett 2 und Pax weiterbauen, ne? Das geht ja nicht. Wenn der Gegner mit der Artillerie kommt, dann muss er schon irgendwann mal sich einen Tech überlegen. Und Treibstoff, genau, wollte ich gerade sagen. Tech 3, ne? Angriffsphase, wie das Ding heißt. Ich kann mir das nie merken, die Namen. Gefechtsphase, Angriffsphase. Gibt da keine Unterschiede bei den Namen. Auf jeden Fall T3-Gebäude.
Also so auf Long Range mache ich nicht so viel Schaden, aber wenn du eine grüne Deckung ist, ist hier einigermaßen okay. Sterben die. Er könnte auch einfach mit den Schirmen rüberfahren und das erledigen, ne? Das würde auch gehen. Aber die Adi hat Spaß, der Sniper hat auch Spaß. Da können wir mal gucken, also der Sniper hat mit einem G-Schieß, ja? Und du wartest jetzt nicht auf... Was war das? Das ist hier gegangen, ne? Das war seine eigene Artillerie, die seinen Dead Rifle fast gepuckt hätte gerade. Hätte nicht mit der eigenen Artillerie da drauf geschossen, hätte den Sniper töten können, weil der nicht weg wollte. Also das war ja kein Stu oder so, das war ja selber mit seiner Artillerie. Er verhindert hat, dass er den Sniper tötet. Hm, okay, so zurück zum Sniper. Der Sniper hat 9 Kills und die Artillerie hat 12. Ja, da ist der Sniper schon ein ganz gutes Ratio. Ne? Kostet ja auch weniger. Da sind wieder tote Rifle. Oh Gott. Euer Medikbunker. Ich glaube, der ist jetzt C4 gegangen, haut aber jetzt noch ein Grenn. Wahrscheinlich, weil er kein Treibstoff hat, um den T4 auszuspielen. So ganz klar ist mir dann trotzdem nicht, wo man T4 gegangen ist. Ja, von der Grundlogik nur das holen, was man auch benutzen möchte, würde ich sagen. Aber ich habe mich auch schon öfter irgendwie vertan in der Hektik, ne? Er kann mit dem T4 auch nichts machen, was will er da machen? Also keine Ritterkreuzträger bauen. Mehr kann er nicht anstellen mit dem T4. Da kommen sie. Danke. Ja, der Schirm ist die ganze Zeit passiv, ne? Wegen der Reparatur. Also vielleicht hätte sich da ein zweiter Pio gelohnt. Also Einheiten, die nicht kämpfen, sind halt einfach Einheiten, die überteuer waren, ne? Von daher ist ein zweiter Pio, damit der an die Einheit kämpft, vielleicht gar nicht so schlecht. Das war der Sniper. Er hat sich in seine Einzelteile aufgelöst durch die Artillerie. Okay. Er wird, glaube ich, nicht mehr aufgesammelt. Aber das, was ich hier immer predige, irgendwann erwischt er den Sniper und da ist die Artillerie in aller Regel besser als der Sniper. Da geht es mir um die Frage, ne? Warum die meisten die Artillerie nicht holen, sondern den Sniper holen als Backtech WSC. Jesus, das geht ja schon wieder los. Das muss doch. Das ist keine. Da ist nicht in Deckung. Der ist schon wieder im Kampf am Verlieren, ne? Also, das ist wirklich spektakulär, wie die Rifle ansetzt. Ich verstehe das nicht. Was war das denn jetzt? Wo ist Granate werfen? Das ist irgendwie verliert. Jetzt ist der gepuckt worden, der Wett 2. Was war das denn für eine Aktion? Okay. Nevermind. Ich habe gesagt, wollte mich eigentlich nicht aufregen. Bunker. Nice. Wird jetzt getötet mit dem Glück. Und mit ein bisschen Pechschnitt. Wie gesagt, die Verluste scheinen ausschließlich durch den Sniper jetzt auf der Seite des Amerikaners zu sein. Der AK-Schirm. Ist immer noch AK. Also der ist halt sehr teuer gewesen, wenn man sagt, dass da nur ein Schirm rauskam, ne? Sehr, sehr teuer war das dann. Jetzt ist er schon wieder das Haus am Befeuern. Ich glaube, der Amerikaner hat ein Problem mit Häusern, ja? Also wenn so drei Mann da drauf feuern, sind die den Rest des Tages beschäftigt, den zu töten. Den Rest des Tages. Hier vorne bei dem Haus war das eben auch schon so, wenn ihr euch erinnert. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob der, also, ne, für den Häuser muss er nochmal üben, glaube ich. Also Häuser sind eigentlich keine unbesiegbare Festung, waren die noch nie gewesen. Eine Granate. Und die wollte ich nicht ins Haus werfen, okay. Weil im Haus ist es halt schwieriger zu dodgen unter Umständen. Aber auch richtig giftig, muss man sagen, ne. Jetzt sitzen wieder alle am Fenster und massakern den Bett ein Zweifel. Das waren doch 10 Gegner, hallo. Was für ein Outcome hatte dahinter erwartet? Okay. Hat die? Huch, die schießt ja doch nach links. Nee. Das war eine Off-Map und zusätzlich schießt er mit der Atri da unten hin. Ich kann sagen. Also den Amerikaner würde ich auf jeden Fall für die Zukunft empfehlen, keine Bar mehr zu spielen. Der hat hier zwei Wet Rifle sich fucken lassen, ein Wet 1 und ein Wet 2. Und nicht, weil der Gegner ihn überrumpelt hätte, überraschende Mine kam oder irgendwas, sondern weil er sich einfach an den Tod gestellt hat. Ja, das kann man es ja nicht nennen. WSC macht er jetzt? Ja, aber warum denn, um Gottes Willen? Du hast doch Artillerie, bau doch einfach eine zweite dann. Warum baut er denn jetzt ein WST, wenn gleich der Königstiger kommt? Hallo? Warum nur?
Ich verstehe nicht, warum jetzt ein WSP, das ist ja, was ich eben sagte, ne? Die Adler hat doch gerade eben den Sniper getötet. Ja? Da sind nur Infanteristen, Bunker, Pack und was nicht alles. Und alle noch da unten in der Ecke. Ich weiß nicht, ob ich eine zweite Adler bauen würde. Ich würde einfach einen zweiten Schirm bauen. Sondern mit Off-Map und On-Map kann man dann aufräumen. Also WSC Backtech zu diesem Zeitpunkt ist eine absolute Katastrophe. Ne? Das andere Problem, was er hat, ist natürlich seine Rifle gefuchst worden und er ist schon wieder im Rückzug. Ja, also er hat irgendwie keine Armee mehr. Drei Rifles hat er, glaube ich. Hat er irgendwann mal einen nachgebaut, Gott sei Dank. Ja, gleich kommt der Königstiger. Nicht nebeneinander stellen. Hast du dein Leben? Die Pack mal reparieren. Das ne, lohnt sich immer. Amerikaner will seine Munition nicht ausgeben, könnte ja eine Panzerschreck ausgeben, ne? Mal eine. Aber hat irgendwie keinen großen Respekt. Also er weiß, dass die Adria da oben steht, ne? Er könnte einfach mit einer Panzerschreck hier hochgehen im Fog of War, an die Kante, mit Shift, ne? An die Kante, reingehen, das Ding ausschalten. Es wird gewonnen, sobald es ein Salve abgibt und dann getroffen wird. Also von daher, für ihn wäre das kein Problem, ne? Unter den Bedingungen, die er gerade hat, einfach hochzulaufen und das mit minimalsten Ressourcen auszuschalten, dem Unsichtbaren. Das würde ohne Probleme funktionieren. Weil dann parkt man den da oben so lange in der Ecke oder so, bis man die Rifles da unten sieht. Und dann geht man rein, wenn man weiß, gerade frei ist. Dann hat er halt, ne, kann er nichts machen, der Amerikaner. Geht ganz, ganz simpel, ganz, ganz schnell und ist sehr schmerzlos für eine Seite. Jesus, du bist doch T4! Hab ich dir das eben eingebildet, dass er T4 gegangen ist? Weil inzwischen ist auch der Treibstoff da und alles. Warum hast du denn jetzt eine Pack gebaut, wenn du T4 bist? Vielleicht will er zwischendurch Geld sparen, aber nochmal, warum die Pack? Da kommt doch jetzt bei 5 Punkten ein Königstiger. Also er ist T4 und hat gleich einen Königstiger und hat sich entschieden, noch eine Pack zu bauen. Warum? Also der Schirm wird sicher den Königstiger nicht 1 gegen 1 besiegen. Mit absoluter Sicherheit nicht. Da müsste schon sehr schwer was schief gehen. Ja, der Königstiger kommt hier im Moment. Eine zweite Pack gebaut. Wahnsinn! Irgendwie schwierig, sich nicht aufzuregen bei so einem Spiel. Die machen es einem aber auch nicht leicht, würde ich jetzt mal behaupten. Sniper? Nee. Hast du einen Ranger gekauft? Nee. Ich sagen, hast du nur das Symbol gesehen? Trauma! Das ist der Sniper. Also er hat unendlich viel Treibstoff. Ne? Er könnte ohne Probleme statt den Sniper hätte einen zweiten Schirm bauen können oder eine zweite Artillerie. Ich hätte aber einen Sniper. Also ein früher Sniper hätte ich begrüßt, aber nicht, wenn man Schirm und Arme zur Verfügung hat, dann auf keinen Fall. Nicht immer irgendwo im Fernsehen gesehen, weil die Top-Spieler jetzt auch alle so spielen. Da geht er wieder. Und tot. Und Bunker weg. Und Königstiger. Gratulation, jetzt hast du einen Königstiger und zwei Packs. Was willst du da jetzt bekämpfen? Ja, die gesamte amerikanische Panzerarmee? Ist halt nur ein Schirm da. Ja, und der wird die ganze Zeit Half-Life gemacht. Und mindestens 21 Kills hat. Also der holt die Seiten schön weg. Weil der wurde noch nie aggressiv eingesetzt. Hätte das Spiel auch beenden können, hätte man den anders eingesetzt, glaube ich tatsächlich. Nicht wieder ins Haus, das schafft der Amerikaner doch nicht. Ach, so ein unfaires Gameplay. Da ist übrigens mal eine Bar abgegeben worden. Ja, was machen wir jetzt mit dem Königstiger? Ne? Wo parkt man den jetzt? Also wenn die Hecken schon kaputt sind, ne? Also hier vorne wahrscheinlich. Also ich würde den nicht da parken, ich würde den hier parken. Hätte man diese beiden Punkte hier contestet, ne? Das wäre ganz angenehm. Also das ist jetzt eigentlich hart gewonnen vom Wehrmachtler, oder? Also was soll der Amerikaner noch machen jetzt? Also er hat ja schon Rifle mit Web verloren. Er hat die falschen Text gemacht. Er hatte mehr Manpower verloren, der Gegner schon im Late Game. T4, Web2, Königstiger. Ich denke nicht, dass der Amerikaner da noch. Also, die Regel ist ganz simpel. Wenn ihr den Kampf nicht gewinnen könnt, dann kämpft ihr nicht, dann geht ihr nach Hause. Und wenn der Gegner doppelt so viele Truppen hat wie ihr und so auch eine Bar, dann ist ja klar, dass er nicht gewinnt, oder? Dann geht er sofort nach Hause. Wird allerdings auch ein bisschen übermütig hier. Also verlieren kann der Wehrmachtler nur noch, denke ich mal, wenn der Königstiger gefinisht wird.
Und der Königstiger wird nur gefinisht, wenn der auf die gegnerische Base zugeht, wo ich die Gefahr immer noch nicht sehe. Wir denken, die Herausforderung für den Amerikaner ist jetzt, dass er hat ja kein T3, ne? Keine Pax und so. Die Herausforderung ist, den Königstiger jetzt zu töten mit Hellcats. Ja? Und jetzt keine Tank Dog. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, wie viel man bräuchte von den Hellcats. Also ich könnte mir vorstellen, 4 mindestens, damit das funktioniert. Propaganda, so, weiß nicht, ob das notwendig war. Ich wollte das im G wahrscheinlich flanken. Aus der Propaganda vor der gegnerischen Base gewesen. Ne? Also wenn der halt nicht AFK wäre, könnte er den halt in den Kampf geschickt haben stattdessen. Und dann kann man dann da warten. Also ich denke mir, dass der Off-Maps jetzt die ganze Zeit zieht und hofft, dass da was frei ist. Aber die große Gefahr ist halt, dass nochmal so ein einzelner Hellcat dabei ist. Und mit einem Hellcat könnt ihr gar nichts machen im Spiel. Und Hellcat und Schwirm zusammen steuern ist sehr unangenehm. Wir haben T3 gebaut. Also jetzt Pax bauen offensichtlich. Erklär mir bitte nochmal ganz kurz, warum du T4 gegangen bist und jetzt einen Sniper gebaut hast. Bitte, erklär es mir mal ganz kurz. Ich will es auch nur verstehen. Königstiger trifft besser, wenn er steht. Weil er gerade fährt. Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Hat er einen Sniper gebaut? Keine Ahnung. Also ich muss mir das eben eingebildet haben, dass er T4 gegangen ist. Weil das wäre ja kompletter Schwachsinn sonst, ne? Dass er T4 geht, Treibstoff hat und dann jetzt einen Sniper baut und einen Königstiger und eine Pack. Ja? Das wäre ja überhaupt nicht rational irgendwie erklärbar. Überhaupt nicht. Also er kann nicht T4 gegangen sein, ich habe das falsch gesehen. Das war sicher irgendwas anderes. Ja, 16 Kills, also hätte man gerne eine zweite bauen können. Der Wehrmacht das ja immer noch ein bisschen eingepfercht da unten. Das mit dem Häuser-Gameplay ist echt spannend in der Runde. Ja, bei solchen Fights zum Beispiel, ne, würde man sofort reinlaufen. Macht er jetzt auch. Also ich hätte einfach Off-Maps gezogen und auf Glück gehofft ein bisschen. Er hatte eh schon Manpower verloren, ganz viel. Und mit denen kriegt er halt Manpower zurück, ne? Also nicht zurück im Sinne von aufs Konto, sondern ich kriege immer mehr Manpower in Truppen als in Truppen. Also ich kriege mehr Truppen, als die Truppen wert waren. Nee, so auch nicht. Ich kriege mehr als 800 in Truppen. Schwierig zu formulieren heute. Deutsche MG ist ganz gut dabei. 27 Kills, guter Schirm. Also wird immer noch argumentiert, dass man den hätte anders benutzen müssen. Müssen die Pack hin. Ach, da vorne. Medics sammeln fleißig, werden nicht abgeknallt. Ich da gleich wieder ein Grenwert 2. Immer noch kein T4 bei der Wehrmacht. Also ich weiß es nicht. Das Gebäude für einen Sniper, das für einen Schirm und das bisher für eine Pack. I don't know. Und die Infanteriedoktrin im Grunde genommen nur für eine Artillerie. Ich weiß es nicht, was der da versucht. Vielleicht hat er einen Livestream gehabt und wollte den Zuschauern alles zeigen, was es so gibt. Da würde ich nicht stehen, wenn er 8-8-2 schießt. Jetzt hat er Propaganda gemacht dafür, der Wehrmachtler. Das war doch die perfekte Position, damit er den abmassakern kann. Die standen da eng zusammengepfercht, war nie eine Gefahr für gar nichts. Also ich weiß nicht, warum er den jetzt mit Propaganda für 100 Mund verjagt hat. Das hat doch gar keinen Sinn gemacht. Wofür? Der Königssieger hätte den gemassakert. Und ja, massakern ist ein Wert. Hier zumindest. Und Granate. Doch, sehr gut. Hartley schießt wieder auf. Ja, auch was. Eine große Streuung.
Der macht das also ultra zaghaft, der Amerikaner. Er hat einen neuen Sniper gebaut. Ja, ich sag da nichts mehr zu. Aber der macht das so ultra zaghaft, der Amerikaner. Ich finde immer das Schlimmste, was ich gegen den Wehrmachtspieler machen könnte im Late Game, ist zaghaft spielen. Also, ne, die Panzer haben in der Regel eine gute Kanone, eine gute Frontpanzerung, gute Distanzen. Ja, dann haben sie den Bunker halt in der Backline. Also, ein Wehrmachtler muss man eigentlich immer überlaufen. Wäre meine Devise. Und man merkt auch wieder so langsam die ganze. Ne, der Infanterie-Blob, also. Ne, der sieht gar nicht so gut. In der überall Infanteristen vom Wehrmachtler, überall, ne? Mit dem dann Wert 2 nicht umsonst verloren, hätte jetzt sicher schon Wert 3. Ja, der macht jetzt hier eine Verteidigungsstellung, Fragezeichen. Echt jetzt, Mann? Zieh doch da oben einfach einen Sandsack, verteidigt in der Base. Mach das doch so rum. Jetzt das Sniper-Gameplay. Was von beiden Seiten, denke ich, stark überbewertet wird. Da wird ja viel zu viel investiert und gemacht in dieser Spielsituation, ne? Gerade weil das auch noch nicht mal ein Bike ist, sondern noch mehr kostet als ein Bike. So, wieder ein Rifle, der sich hatte eine klatschen lassen. Der Sniper-Support, der ist nicht das, was man episch nennen würde, oder? Da ist kein MG, kein Infanterist, keine Mine, da ist gar nichts, ja. Also da könnte man jetzt ein Propaganda spielen, doch da unten ist eine Mine, aber da hat er nicht hingelockt. Nice, hat wieder einen Punkt gewesen. So, Sniper wird gejagt, aber da war eben ein Pack, ne? Ja. Die steht nur falsch, okay. Und tot. Den Weifel machen lassen wir. Nicht mit der Sticky! Warum hast du denn eine Sticky geworfen? Der hatte doch 10% Leben. Okay. Okay. Die Packs würde ich übrigens nicht so hinstellen, wie er das macht. Die Gefahr besteht halt, dass die erobert werden, wenn die so weit vorne stehen. Und das ist das Allerbeste, was der Amerikaner jetzt haben kann, den Beutepakt der Deutschen, den Königsliga auszuschalten. Also das ist ein sehr, sehr unnötiges Risiko. Also der Schirm ist ja nicht wirklich eine Gefahr, ne? Auch wenn er schon Wert 3 hat, wie witzig. Also kurz Zusammenfassung. Der Deutsche braucht keinerlei Ressourcen. Also er könnte die gesamte Map bis auf die beiden Siegpunkte aufgeben und würde trotzdem das Spiel gewinnen, ja? Er hat schon die Wettstufen, er hat jetzt Wert 3 zum Beispiel, er hat den Königstiger. Also der müsste nicht um die Ressourcen so hart kämpfen, es reicht nicht um den Treibstoff. T4? Es reicht nicht, wenn er mit Snipern spielt. Dann einmal mehr nicht. Der Sniper geht zum Einsatz. Also ich garantiere euch, dieser Sniper, der immer hin und her läuft, das wäre das eine Artillerie gewesen, hätte jetzt schon fünfmal so viel Kills, wie er jetzt hat. Aber wo Artillerie, hätte ich mal geschossen in letzter Zeit? Okay, Regel für die Zukunft: Wenn ihr eine Granate schmeißt, nicht in den eigenen Rückzugsweg schmeißen. Nur so als Grundregel, hat der Gren jetzt gerade gemacht. Also man kann sich selber auch töten damit. Jetzt kommen die dicken Panzer nochmal dazu. Und wie gesagt, der Amerikaner eigentlich viel zu passiv. Und genau. Der tut jetzt den Königsieger und alle anderen Panzer und die Wert 3 und alles, bekämpft er jetzt mit ne, Sniper. Also die Frage ist halt, warum Sniper, ne? Weil die Adler zerstört halt auch Panzer. Das macht der Sniper nicht ganz so gut. Ja. Ihr müsst aber auch mal für Reparatur sorgen, ja schon seit Ewigkeiten hier angeknackst. 23 Kills. Hast du denn keine Pios? Da kommt er. Ja, ich würde einfach in irgendeine sichere Ecke einen Repair-Bunker bauen. Der verschlingt die ganze Zeit Reparatur, ne? Mit Pios ist schon ein bisschen gefährlich auf Dauer, genau. Also ich ritter kurz weg, also der Sniper immun.
Was ja auch mit Ansage kam, ne? Also kann man, glaube ich, sehr stark mit rechnen. Adri in Aktion hat jetzt 4 Kills gemacht, ja? 4. Das ist so viel, wie der Sniper in der letzten Stunde nicht gemacht hat, gefühlt, der uns der neue 2 hatte. Jetzt gibt's Daka Daka. Da würde ich jetzt lieber früher als später gehen. Oder du wartest, bis du, genau, alles tot kriegst. Also, nicht sicher, worauf der gewartet hat. Worauf hat der da gewartet? Jetzt hat er halt 2 Sniper und da ist ein Ritterkreuzträger. Ja, ist natürlich scheiße, ne? Er hätte ja auch einen zweiten Schirm bauen können, ne? Da kann man Ritterkreuzträger jetzt auch mitbewegen. Er wusste nichts von dem, aber kann man gesagt erwarten. Also, ich würde schon überlegen, vielleicht wirklich nochmal einen Schirm dann zu bauen, oder Player-Bunker. Die kann man übrigens auch da einstellen, obwohl dann kommt halt die Off-Map-Bauer da drauf. Ich schmeiße eine Granate, die er natürlich dodge, weil er weiß, dass sie kommt. Und nächster Kampf verloren. Ja. 36 Kills. So wie der Königsflieger letztens. Also wenn der 36 Kills hat, der ist ja voll stark, er rennt, dann stimmt was nicht mit der Welt. Er hat ihn da gesmoked, er hat den Mortar gebaut. Wer hat denn den Mortar gebaut? War das eine Off-Map vielleicht? Also ich hoffe mal, dass das in der Off-Map drin war, ein Unfall. Und mein Verdacht wäre, dass der Amerikaner den Mortar hat irgendwo. Aber wenn das nur Off-Map war, dann hat er aber sehr wenig Einheiten bekommen. Ich sehe nichts, was auf ihn rausgekommen wäre. Also so krass das auch klingen mag, ich glaube, der hat einen Mortar gekauft, der Amerikaner. Ja, der hat einen Mortar gekauft, das war mit Sicherheit keine Off-Maps, sonst hätte er ganz andere Einheiten in der Liste. Also, kurze Erinnerung, ja, der könnte unter Umständen solche Einheiten bauen, aber er hat sich in dem Zeitpunkt für einen Mortar entschieden. Ich vermute, jetzt ging ihn um den Smoke, wenn man den Punkt kappen kann. Aber man könnte auch argumentieren, wenn man eine Artillery kauft, kann man die töten, dann kann man den auch kappen. Er hat trotzdem noch Map Control, ne? Der Amerikaner. Und ich bin auch der Meinung, dass das völlig irrelevant ist zu dem Zeitpunkt. Bam bam, da schießen über die Sniper. Da bin ich mal gespannt, wie mit dem Mortar das Sniper-Problem lösen möchte. Neue Pack gebaut. Also der zwingt halt hier leider ein Gameplay, ne? Was ein bisschen komisch ist. Also er zwingt jetzt, er will mit Sniper und Mortar wahrscheinlich. Will er die anderen Sniper bewegen, damit die Packs, die er aufbaut, den Königstiger holen, ne? Also er zwingt da ein Gameplay, was doch sehr ineffizient ist in aller Regel. Bin auch nicht sicher, warum der aber mit seinen Grenz an den Sniper vorbeiläuft. Der weiß ja, dass sie da waren. Hat er ununterbrochen geschossen, der Sniper. Also die Grenz bringt man jetzt da, wo der Sniper nicht, und die Ritterkreuzträger bringt man da, wo der Sniper ist. Ja, wenn es irgendwie geht, ne? Geht natürlich nicht immer perfekt. Jetzt will er mal einen Panzer bauen irgendwann. Also er hat halt 400 Treibstoff. 400! Lass mich so formulieren. Wenn er einen Ostwind holt, wird er auch nicht gesniped. Also, keine Ahnung. Also ihm geht es wahrscheinlich um die Packs da vorne, deswegen will er keine Panzer bauen. Aber er hat ja noch einen eigenen Sniper. Und einen richtigen großen Knubbel-Infanteristen. Die zweite Packs sind noch relativ neu. Ich meine, die Ritterkreuzträger sind auch nicht falsch unbedingt. Also, das falsch war, weil die Pack zum Beispiel, ja? Ohne die Frage. Der müsste vielleicht ein bisschen erstmal, ne, seinen Hardware wieder voll kriegen. Jetzt rechnen in der Firma, dass die kämpfen. Die müssen weg, die müssen weg, die müssen weg. Jesus. Das wird nicht gut enden. Ich hätte jetzt auf den gezielt, wegen der Web, ne? Aber hey, nicht, das ist wieder Spuk. Oh, jetzt wird der Flammenwerfer gefuckt. Ach nee, willst du nicht? Okay. Schirmen. Lebt noch. Der kann mit dem Trupp hinterher in der Panzerfaust finishen. Will er auch machen. Jetzt knallt es jeden Moment. Was? 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 Wegen der Artillerie? Ja, ich hätte das noch gemacht mit der Panzerfaust.
bleibt. Er hat halt die Reparatur ein bisschen vernachlässigt. Bam, tot. Ja, ist wieder Pax für eine Katastrophe. Die beiden Sniper sind unterwegs. Da geht jetzt die Adlerie runter. Jetzt braucht halt ein bisschen Glück, wenn die Adlerie das trifft. Hey, warte, sind Amerikaner. Nevermind. Außerdem, über den Spielverlauf sollte der Wehrmachtler. Ketten sind ab. Über den Spielverlauf sollte der Wehrmachtler eigentlich ganz gut klarkommen. Weil der verliert die ganzen Grenzen jetzt, aber er holt ja die Ritterkreuzträger und die kontern ja alles, ne? Königssieger ist ein bisschen angeschlagen. Ich suche die abgesprungene Kette gerade. Mortar, zwei Kills. Der hat halt jetzt eine Artillerie, der weiß ja, dass er nicht wegbewegen kann, der Königssieger. Könnte mit einer Artillerie draufhalten, wenn er repariert wird, ne? Aber er wollte ja einen Mortar haben, statt einer Artillerie, das Feind. Ja, aber jetzt ne, im Spielverlauf, also das ist jetzt natürlich nicht so gut hier vorne, weil Sniper. Aber der holt jetzt mehr Ritterkreuzträger und dann kann er die Paxen immer wieder platt laufen. Trends kommen auch umsonst mal zurück, also und die Medics sind nonstop am Laufen. Ich habe die euch noch nie pausieren sehen. Ja, wieder ausgeschaltet. Wird er weggehen. Weg, 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 weg. Du weißt, dass da ein Schirm ist. Du weißt doch, dass da ein Schirm ist. Wo willst du denn hin? Okay. Keine Ahnung. Er kappt noch weiter. Die Ecke, die hätte ich auch mitgekappt. Also klar, das Dodgen ja, aber direkt weiterklicken. Und wieder ein Rifle den Kampf verloren. Jetzt will er sich gucken. Okay, schön gemein, gut. Ja, Reparatur ist ein Problem, ne? Auf jeden Fall ein Problem. Ich würde immer noch argumentieren, dass das Ding da oben eigentlich schon 10-mal tot hätte sein müssen, wegen Flanke hier, ne? Der hat es ja super gebaut. Ist immer noch auf. Und da kann man dann einfach reinlaufen. Das sollte eigentlich ohne Probleme gehen. Und der hat eine V1. Muss nur mit dem Mund fahren. Andri? Da würde ich jetzt keine Mentorbe opfern, weil er braucht die ja nicht, ne? Er hat ja 500 Treibstoff. Genau, jetzt fährt er hoch, er will die Pax ausschalten. Hat also fest damit gerechnet, dass die Pax im Grunde genommen nicht bemannt wurden. Okay, ich bin unterwegs. Ja, also nur eine Frage der Zeit, ne? Also die müssen halt Wert 3 sammeln, damit die gegen die ordentlich kämpfen können. Und das sehe ich halt nicht kommen, so viel, wie sie gucken lässt. Also warum steht er jetzt noch da? Haha. Dann läuft der nächste durch. Hm? Ja, das ist der Pack, aber der dürfte nicht so viel Schaden treffen. Problem ist halt, dass er keine Artillerie hat, ne? Das müssen die Ritterkreuzträger das machen. Und das ist der nächste. Die Ritterkreuzträger. Ist das jetzt der zweite in 2 Minuten? Okay, also die Ritterkreuzträger müssen natürlich das machen, was die Adri sonst macht, ne? Beim Wehrmacht, ne? Ich hätte mir trotzdem noch einen Ostwind an seiner Stelle gegönnt. Den hätte er ja locker an den Flanken benutzen können, ne? Was ja auch sehr Manpower sparen sein kann. Hat sich für einen Sniper entschieden. Um die Pax zu snipen, vermutlich. Ganz kurz, er könnte auch eine Stuka zu Fuß bauen, ne? Er ist ja T4. Das wäre normalerweise die Antwort da drauf. Und die Medics laufen wieder. Ich sage, die machen Überstunden, die Medics, ne? Zack, das war ein Sniper. Dude, der hat dich doch gerade gesniped, hallo? Wo wartet ihr da? Okay. Der baut sicher gleich einen Sniper nach. V1. Die geht jetzt hier vorne irgendwo runter, die V1. Aus meiner Sicht eine Verschwendung, ja, auf eine mobile Armee das zu packen. Das klappt halt nur, wenn der nicht nach Hause geht und der den Schirm erwischt. Warum bist du da nicht rausgegangen? War das jetzt Rocket Science, wo die runtergeht? Hallo? Rausfahren müssen. Die konnte nur hier runtergehen. Wo soll die denn sonst hingehen? Aber in der normalen Welt hätte die nichts kaputt gemacht. In der normalen Welt hätte die da drauf genutzt.
Niemand hat die V1 jetzt schön für Ruhe gesorgt. Er kann jetzt alles kappen und dann durchgehen. Die eine Pack ist tot, die andere kann er vielleicht jetzt kaputt schießen. Wie sieht's aus mit der Reparatur? Ja, der eine tote Medik hier, Schraubschlüssel-Medik. Ja, ne, er hat auch eine Reparaturtruppe vom Bunker. Da unten. Und der ganze Neue kann man auch reparieren. Ja, kaputt machen oder mitnehmen? Such dir was aus. Hat halt keine Panzerschreck, aber er kann sie ja. Ja, ich meine, eigentlich braucht er sie ja nicht. Ich würde sie auch nicht mitnehmen, weil, okay. Und der nächste Grenn. Am Fließband, ne? Am Fließband. Also ich hätte sie, glaube ich, nicht mitgenommen, weil es gibt ja keine Panzer auf der Seite. Ich hätte den Königssieger kurz hoch und hätte sie kaputt geschossen. Ich bin nur noch eine Panzerfaust dran, ist auch tot, aber. Ich glaube, das hätte er irgendwie ignorieren können, das Ganze. Der Wehrmacht hat inzwischen die gesamte Map. Bis auf den Treibstoff da unten, aber ne, wen juckt's? Er hat ja 500. Das war knapp. Mach nochmal. Und Wett 3. Da fragt man sich gleich, ob die andere sich eventuell lohnt. Zusätzlich halt Reparatur verzögert, weil der Tio tot ist, glaube ich, der letzte. Plus der Bunker wird verzögert und alles. Also, wenn man eine Wett 3 Artillerie hat und Wett 2 Sniper und das auch schon einer mit dem ganzen Tag drauf ist, dann könnte man echt fragen, ob nicht vielleicht die Artillerie die bessere Antwort gewesen wäre. Ist auch weniger Micro ganz nebenbei. Vergessen, sichtbar, glaube ich, zu machen, ne? Weil er so langsam läuft. Du musst ihn sichtbar machen, dann zurückziehen. Das ist ein Knopf mehr, aber dann läuft er auch schneller. Edith? Wollt schon mal gesehen. Die deutsche Armee. 1, 2, 3, 4, 5, Grenz. Also mindestens 4 hat aus dem Bunker bekommen von den 5. Okay. Das sieht fast wie ein MG-Bunker aus, den er hier bauen will. Und die Medik sammeln noch. Wollt ihr noch einen Siegpunkt? Ja, aber das hat sie ja schon abgezeichnet. Also wie wollte der Wehrmachter das noch verlieren? Ne? Eine deutsche Pack, glaube ich. Die so ein bisschen gekrümmt, so eine Rundung hat beim Schild. Und vorne so diese. Es wirkt alles ein bisschen runder bei den Deutschen. Oh ja, klar, ist eine deutsche Pack. Aber das ist eine amerikanische hier vorne. Deswegen habe ich den Unterschied gerade gesehen. Ne? Hübsche Pack, hässliche Pack. Bunker ist fertig, im MG-Bunker. Die kann man wahrscheinlich auch ein Stück nach vorne fahren. Er hat ja jetzt mehrere MG stehen, aber der Königssieger sollte ja trotzdem pfeifen. Ne? So, Schirmen hat er nachgebaut. Hat sogar zwei Schirmen gebaut. Ich glaube, aus der Offmap kommen keine Schirmen. Ich kann mich nicht erinnern, jemanden Schirm aus der Offmap gewählt zu haben. Korrigiert mich gerne, wenn ihr da was anderes wisst, aber ich glaube, Offmap bringt keine Schirmen. Da will ich nicht warten. Das ist kein guter Augenblick zu warten. Also Wehrmacht hat noch 69 Siegpunkte, von daher hofft der Amerikaner auf einen, ne, Victory Point Sieg. Aber das sehe ich halt nicht in den nächsten Minuten in den Karten. Also die Mitte ist ja halt gut abgesichert. Und das ist halt direkt vor der Base da unten, ne? Das ist schwierig zu holen. Mortar holt den Bunker weg. Also irgendwo hat er ihn auch so weit vorgestellt, dass der Mortar da dran kommt. Also die Möglichkeit für den Mortar, da ist er. Den Bunker kurz zu machen, hat nur bestanden, weil er den da und nicht da unten hingebaut hat. Ja? Sonst müsste der halt viel weiter hier unten stehen, was nicht angenehm für Mortar ist. Also ich weiß nicht, warum er unbedingt den Mortar, das MG-Bunkerchen da hinbauen musste. Klar, er wollte nicht neben das MG bauen, aber man hätte auch das MG da hinstellen und den Mortar, den Bunker hier hinstellen können oder sowas.
Der Schirm bewacht den Treibstoff. Ich habe das Gefühl, dass der Amerikaner denkt, dass der Treibstoff für den Wehrmachtler mit seinen fast 700 wichtig wäre. Aber das sollte man eigentlich ablesen können, dass der Treibstoff irrelevant ist in dem Zeitpunkt. Und er hat ja keinen Treibstoff ausgegeben dafür, hat ja keine Panzer mehr gebaut. Der weigert sich ja Panzer zu bauen, der Deutsche. Ja. Großoffensive. Ein etwas komischer Fight da oben. Ja, direkt an der Base, am Deal und alles. Ne? Entsprechend wird auch direkt Wett überall verteilt. Hier mit alle Wett. Und nicht sicher, was der Wehrmachtler da geplant hatte am Schluss. Aber am gegnerischen Deal, am Reinforcen und an der Base anzugreifen und dann noch den Schirm da zu haben. Und man hat keinen Panzer wirklich mitgebracht, der kam ja später dazu. Das hat jetzt die gesamte Armee aufgelevelt vom Amerikaner. Und die Medics bringen nochmal ein bisschen extra Wett. Also nicht sicher, was da der Gameplan war bei dem Angriff. Und gleich hat er wieder eine V1. Also jetzt müsste man schon die Munden halt sparen, ne? Für die V1 und meiner Meinung nach die W3 Artillerie irgendwann mal holen. Kannst du das nicht? Ich habe meine gerade eben auf den geschossen, weil gerade der Schuss hin ist. Aber macht er jetzt gut, ne? Der beschützt mit den Shermans die Pax. Und würden die Ritterkreuzträger die kaputt machen. Und das bedeutet halt im Grunde genommen, dass die Pax frei agieren können. Jetzt können nur noch die Sniper das wegräumen. Und das geht nicht so schnell, nicht so effizient. Also die Kombo, die er jetzt hat, der Amerikaner, ist eine ganz gute. Aber trotzdem, normal würde. Normal. Kann nicht mehr. Der. Normal würde man die Off-Map ein paar Mal ziehen, um die Masse einfach zu erhöhen. Ne? Das macht schon viel aus. Also, er hätte jetzt bestimmt schon seine 4 Off-Maps ziehen können. 3 bis 4 mindestens, ja. Und bei jeder kriegt man dann irgendwie so 200, 300 Ressourcen mehr. Plus eben manchmal auch Munden geschenkt und so. Und dann. Das läppert sich dann halt irgendwann, ne? Also so wie der Medic-Bunker da unten wahrscheinlich weit über 1500 Manpower schon ausgespuckt hat, hätte er dann auch schon mal irgendwie, weiß ich nicht, 800 oder 1000 Manpower wiederbekommen oder sowas. Ne? Sollte er nur Manpower bekommen und er nicht. Was eine Kombination nicht so stark ist dann. Die werden ja kein Ende mehr mit den Grenzen. Die kommen immer wieder, wenn die getötet werden. Okay, was ist das für eine Bunkeranlage? Nope. Ich habe gegessen, der 2 guckt. Ich würde direkt hinterherlaufen. Ich? Immer noch das deutsche MG, glaube ich. Bunker ist weg. Die Siegpunkte. Da ich das noch erleben darf, er macht es ja maximal kompliziert mit dem Sniper. Das geht sicher ein bisschen besser, aber ne? V1, Artillerie. Wie gewöhnlich macht man das, bevor die Wert 3 ist? Und wie gesagt, der hätte es halt schon auch mit der Panzerstrecke machen können für einen halben Preis und ungefähr eine halbe Stunde früher. Aber hey, irgendwann ist besser als später. Jetzt stellt euch vor, wenn das jetzt ein Grennen wäre, dann kann man da hochsneaken. Dann müsste er nur eine Panzerstrecke abschießen, damit er gefinisht wird, weil er gerade in der Salve ist. So. Go. 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 Worauf wartest du? Nächste Einladung? Vielleicht warte darauf, dass noch Infanterie sich zurückzieht, weil er greedy ist. Also ich habe es jetzt nicht gehört, aber man sieht ja, dass er die benutzt hat. Schreit jetzt. Und links. Jesus. Ja, hu, hab ich mir auch gerade gedacht. Du hast die falsch gesetzt. Also er hat sie offensichtlich aufs Gebäude gesetzt, statt auf die Artillerie. Also ich weiß nicht genau, was ich da sagen soll. Ihr habt schon viel erlebt, aber die V1 daneben schießen ist schwierig, weil die Punkt genau trifft. Also ich kann nicht mehr. Die beiden Spieler, ey.
Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass jemand die V1 daneben schießt, auf ein stationäres Ziel. Habe ich noch nie gesehen. Aber der sollte jetzt lieber rausgehen. Ist ja klar, dass er da ist, ne? Sonst hätte er keine V1 schießen können. Ich würde da jetzt einen Ausgang suchen an seiner Stelle. Den Rückzugknopf ist da oben keine Option. Boah, ist daneben gesetzt. Episch, Mann. Der Ritterkreuzträger sollte nicht vor der Schirmlinse fahren. Okay, der bleibt da und keiner sucht nach ihm. Was stimmt mit den beiden Leuten nicht? Was vermuten die denn, was da gerade passiert ist? Also der Afrikaner denkt sicher, die wäre aus dem heiteren Himmel gekommen, ja? Das ist aber nicht so. Das gibt einen Dreifuck, wenn er nicht aufpasst. War das sofort? Der hat kein Leben mehr. Panzerfaust wird. Und finishen. Ach ja, Königssieger. Scheinbar die Kills. Hat sich echt Zeit gelassen im Suchen. Wenn man das Suchen nennen will. Ja, was glaubst du, dass der Sniper am Gebäude steht? Er ist vielleicht nur für die Reparatur gegangen. Das habe ich nur eingebildet, dass er den sucht. Hätte der jetzt einen Mann gehabt, hätte man den Wert 3 spucken können. Tatsächlich könnte man ihn trotzdem anschießen und hoffen, dass man schnell zwei Schüsse rausbekommt, weil es halt ein Wert 3 ist, ne? Mann, da träume ich jetzt davon dann da. Also wisst ihr, wie das funktioniert mit der V1? Das ist so ein Kreis, dann klickt man dann hin und dann sieht man halt, dass sie da einschlägt oder worüber die hinklickt. Ne? Das kann der One of Five, die schießt er dann unten auf die Base und dann geht der Schuss hier hin, ne? So läuft die nicht. Ach ja. Was zum? Pff. Okay. Er hat halt Sicht durch den Sniper, ne? Deswegen konnte er wahrscheinlich da hochschießen. Was die Frage immer noch für den Amerikaner aufwirft, wie konnte eine V1 hingeschossen werden oder der jetzt hochschießt mit der Pack? Der hat vorher schon getroffen, ist rückwärts gefahren, aber das war, glaube ich, nicht der Fall. Das war der, der rückwärts ist. Glaube ich. Dass er nicht. Oh Gott. Lohnt sich das eigentlich noch zu kommentieren? Spricht alles für sich selbst, oder? Wo schießt du denn? Ach, wegen dem Kap oder so? Okay. Haben wir mal einen Schirm mit. Okay. Ich sehe die gerade nicht geschossen, die wird doch falsch umgedreht. Okay. Da vorne war noch einer. Man trifft besser, wenn die Kanone nicht über das Ziel hinaus guckt. Oh, die sind besser, besser wegzulassen. Nice. Ausgeschaltet, zwei Packs. Kann jetzt beide Packs kaputt machen. Hat direkt die Reparatur mitgebracht. Auch nicht schlecht. Panoramablick. Er hätte gerade zwei Packs ausgeschaltet, aber ja, Königstiger ist genau im Weg. Ich würde die aber vernichten, die beiden Packs an seiner Stelle. Achso, das war für was anderes. Beflügelter Angriff macht, glaube ich, mehr Schaden und man nimmt mehr Schaden, oder wie war das, ne? Genau, vernachlässigen ihre eigene Sicherheit. Genau, macht mehr Schaden und nimmt mehr Schaden. Wett-3-Pack, Moment. Was muss man für eine Pack der für Wett ausgeben? Ist das nicht eine Wettstufe, die ihr gar nicht braucht? Hä? Wieso ist die Wett-3 die Pack? Ist das nicht Support-Wett oder sowas? Also entweder für leichte Fahrzeuge oder Support-Wett. Beides hat er nicht auf der Map. Also warum ist das Wett-3? Hast du wirklich Wett-3 ausgegeben? Für die eine Pack? Nee, da stimmt doch irgendwas nicht. Vielleicht eine falsche Anzeige. Da muss eine Anzeige Bug sein. Das hätte er mit Sicherheit nicht ausgegeben für Packs. Nee. Doch hat er, die hat das auch.
Hat mir drei ausgegeben für die Pack. Oh Gott. Okay. Hätte man auch einen Ostmittel holen können oder ne? Ein Panther oder was weiß ich. Oder Panzer 4 oder ein Stuka zu Fuß oder. Wir hätten drei Packs. Okidoki. Also ich würde den Amerikaner zu gerne danach fragen, was er gedacht hat, wo die V1 eben hergekommen ist. Es ist möglich, dass das falsch ausgerichtet war. Okay. Da sind zwei Wert 3, genau. Da ist wahrscheinlich nicht so viel, wie man da steht. Ja, also es tickt ja nur noch runter jetzt, ne? Da passiert glaube ich nicht viel. Machen wir minimal schneller, bis wir in die nächste Action kommen. Das ist ja auch keine Action, wenn ein Rifle frontal auf Königsjäger zuläuft. Ich hätte den Nebel falsch gesetzt. Auf Map. War da ein Schirm drin? Nee. Ich kann sagen. Also eine Pack und eine M10 da bekommen. Was ja durchaus gegen den Königsjäger ganz angenehm ist. Also das war jetzt die erste Off-Map, wenn ich es richtig gesehen habe. Kann der denn noch raus? Denn der einzelne Rifle da vielleicht? Ja, also dann war das Pack, M10, Rifle. Sind das immer 4 Einheiten? Was war denn die vierte? Pack, M10, Rifle. Da war noch eine vierte sicher dabei, aber ich weiß nicht, was war. Mord hat inzwischen auch bei 2, hat sich dann doch irgendwann eingestellt und gelohnt. Die Adler schießt noch. Jetzt mal mit Schmackes gegen's Haus. V1 ist ja wieder fertig. Mal gucken, ob er es diesmal schafft mit der V1. Aber den dürfte er halt nicht irgendwie Feuersturm so spielen lassen, weil da muss man dann wirklich manchmal gucken, wo er die hinsetzt. Und gut. Okay, der hat auch keine Angst gehabt. Der Blocker hat auch so wenig früher fahren können. Also nächste V1 kommt gleich. Übrigens, der Sniper hat die ganze Zeit natürlich in der Zeit ne, nicht getötet, wo hier steht, ja. Also da hätte man auch durchaus nochmal zum Fighten gehen können. Jesus. Also ich habe nicht mehr mitgezählt, aber was waren es jetzt? 8 Grenz waren es bestimmt, oder? Ein Grenz kostet 300. Gleich los. In einer Minute hat er den Mund. Und dann sehen wir die nächste V1 einkrachen. Nächster Angriff. So, die Mund ist da. V1. Bin ich mal gespannt. Wird hell, Bussel. Ist der hinten gestartet gerade? Da ist sie. Ja, Gratulation, diesmal hat er es geschafft. Well played! Ich glaube, er meinte das Spiel. Epic Game, okay. Ist eine Frage der Perspektive, glaube ich. Der Amerikaner hat inzwischen keine Truppen mehr. Die Bombe gerade alle geguckt, als die V1 geflogen ist. Okay, sehr schön. Dann können wir das für heute beenden. Und ich gehe mit dem Trauma jetzt schlafen. Ciao, ciao.